Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen CSGO Skin Giveaway. Es ist mal wieder soweit, auf YouTube findet ein Giveaway statt. Und ich sage es direkt zu Beginn, sofort. Man muss diesen Kanal nicht abonnieren, um gewinnen zu können. Lasst es bitte, ich will keine toten Abonnenten, die mich jetzt abonnieren wegen dem Giveaway und dann nie wieder reingucken. Wenn euch das gefällt, was ich mache, schaut euch vielleicht ein bisschen um. Und ihr euch dann dazu entscheidet, mich zu abonnieren, dann ist es was anderes. Aber nicht wegen diesem Giveaway, Dankeschön. Und ihr braucht hier übrigens auch nicht zu liken oder zu teilen. Macht das auch nur, wenn euch das Video überhaupt zusagt. Sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Willkommen zum heutigen Skin Giveaway. Es gibt 5 Skins für euch, ich zeige sie euch jetzt und ich sage euch dabei, wie ihr hier teilnehmen könnt. Das Prachtstück des Giveaways ist die Desert Eagle Komichu Dragon. Es haben einige danach gefragt und ich habe 2 Stück und ich dachte, komm, hauen wir mal so eine Dragon raus. So eine Komichu. Das ist der erste von den 5 Skins. Wenn ihr hier teilnehmen wollt, dann gibt es eigentlich nur eine Sache. Ne, es gibt schon 2. Eine ist obligatorisch und die andere ist halt wichtig. Die obligatorische Sache, damit ich überhaupt weiß, dass ihr mitmacht, ihr müsst mich jetzt irgendwie wissen lassen. Also am ehesten oder am leichtesten ist es, wenn ihr hier schreibt, ich mache übrigens mit, in euren Kommentar, den ihr vielleicht schon geschrieben habt. Also zu was anderem, wie zum Beispiel, wow, die Komichu, keine Ahnung. Damit will ich verhindern, dass ihr einfach nur, ich mache mit steht, ja. Denn, und jetzt kommt das Wichtige, wie ihr hier dran teilnehmen könnt. Das ist ziemlich einfach. Ich möchte, dass ihr 2 Wochen lang, so lange geht nämlich dieses Giveaway, möglichst aktiv auf diesem Kanal seid. Wie gesagt, nicht abonnieren und hin und her. Aber, dass ihr reinschaut, ab und an mal was kommentiert, was euch so im Kopf rumschwirrt. Also auch Kritik, gerne auch Kritik. Damit ich euch mitbekomme, ja, ich sehe halt eure Namen. Und wer schön aktiv ist, kann hier auch gewinnen. So einfach ist das. Ich zeige euch mal kurz den nächsten Skin. Da haben wir hier die StatTrak Farmers Survivor Z als 2. Skin. Richtig schön mit den Kratzern drin, Steady und so weiter. Lirum Larum. Wer jetzt also hier drunter schreibt, ich mache mit und ach Gott, werde ich aktiv sein und dann schon morgen nicht mehr kommentiert, kann natürlich nichts gewinnen. Ganz klar, ja, das ist ein Schelm. Aber wenn man so ein bisschen am Ball bleibt, ich spreche jetzt nicht davon, dass ihr jedes Video alles guckt, was ich in diesen nächsten 14 Tagen mache, zumal ich im Moment noch, solange ich Semesterferien habe, die habe ich noch circa 14 Tage, da lade ich, wenn es gut läuft, 3 Videos hoch. Und ich sage selbst, dass es viel zu viel verlangt ist, das alles zu schauen. Also nur für ein Giveaway. Morgen zum 8 kommt immer Fallout. Das ist eh nur was für Fallout-Fans. Das ist so ein ungeschnittenes Hardcore-Ding, also wo ich wirklich 30 Minuten Fallout spiele. Spielen vor mich hin Pimmel. Das ist sowas Privates zwischen den paar Zuschauern, die da zugucken und mir. Da kann man natürlich auch reinschauen, aber ich warne euch hier schon mal, dass es wirklich, man muss es mögen. Dann kommt um 13 Uhr meistens, wenn ich es halt schaffe, ein random Upload, also zu irgendwas. Real-Life-Video, ich bin am Tanzen, am Singen, ich spiele Counter-Strike, ich bohre in der Nase, irgendwas. Das kommt nicht immer, aber immer öfter. Und um 17 Uhr kommt dann immer mein Hauptcontent, das Hauptvideo des Tages. Das ist eigentlich immer CSGO oder es hat zumindest irgendwie damit zu tun. Da könnt ihr euch dann so rauspicken, was euch gefällt. Ich wechsle mal geschwind auf die nächste Waffe. Das ist auch nochmal eine Desert Eagle und zwar eine Corinthian. Ich wollte es so ein bisschen Deagle-lastig machen. Schön vergoldet mit Verzierungen und so weiter und so fort. Ich nehme an, dass jetzt gerade ihr, beziehungsweise gerade du, weil du hier einschaltest wegen dem Giveaway, wahrscheinlich eher jemand bist, der CSGO guckt. Also ist das 17 Uhr Video passend. Natürlich freue ich mich generell, wenn ihr, egal was ihr anguckt, ich freue mich immer. Aber ich denke, die meisten von euch werde ich unter den CSGO Videos antreffen in den Kommentaren. Aber vielleicht werde ich auch überrascht. Ich antworte auf alle Kommentare, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu mir, zu was weiß ich, zu den Videos oder einfach nur über das schöne Wetter sprechen wollt, dann macht das gerne. Ich antworte auf jeden Kommentar, immer. Wenn sehr, sehr viele Kommentare da sind, beziehungsweise ich viel zu tun habe, dann verzögert sich manchmal meine Antwort vielleicht um einen halben oder ganzen Tag. Aber meine Antwort kommt. Ich sehe, wer aktiv ist und wer nicht. Ich kann mir Namen und Profilbilder, also vor allem die passenden Profilbilder dazu, sehr, sehr gut merken. Ihr könnt mir also gerne glauben, dass ich weiß, wer aktiv ist und wer nicht aktiv ist. Eine kleine Bitte oder Warnung aber noch dazu, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr dann irgendein Video guckt, seid nicht so, dass ihr die Videos anklickt, anhaltet, kurz kommentiert und dann wieder geht. Ich kann nachgucken, wie lange ihr schaut und wer sowas macht, ist sofort raus. Auch wenn er jetzt 14 Tage ultra aktiv ist und mir 8 Milliarden Euro spendet und 100 Trillionen mal abonniert, der fliegt direkt raus. Ich weiß, wie lange ihr guckt, beziehungsweise ich kann nachgucken, wie lange ihr die Videos schaut. Und wenn ich ja so einen Spaßvogel habe, der die Videos immer nur eine Sekunde lang guckt, um schnell überall zu kommentieren und dann wieder geht, der ist direkt weg und auch für immer gesperrt für alle möglichen Sachen in der Zukunft. Der nächste Skin, das ist dann Skin Nummer 4, ist die Urban Rubble. Ich weiß, die ist vielleicht nicht für jeden was, aber ihr kennt ja den Spruch, wer den Blue Skin nicht ehrt, ist das Knife nicht wert oder die Gloves oder wie auch immer. Nimm geschenken Gaul und so weiter und so fort. Natürlich ist vielen von euch klar, dass, so wie ich das handhabe, das Giveaway, dass es ja trotzdem so eine Art Abonnentenfang ist. Und das stimmt auch, also das gebe ich auch zu. Ich will mit den Giveaways meine Reichweite vergrößern. Aber ich will euch entscheiden lassen, ob euch das überhaupt gefällt, was ich mache. Und ihr dann erst abonniert. Also, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr kennt das bestimmt von anderen YouTubern. Da ist die Entscheidung immer andersrum. Da heißt es, wenn du hier mitmachen möchtest, musst du einfach nur abonnieren, favorisieren, onanieren und so weiter.
Aber da sehe ich einfach keinen Sinn dahinter. Weil man dann da steht mit auf einmal eben 800 Abonnenten mehr nach einem großen Giveaway, meinetwegen, nach einem Live-Giveaway. Aber davon gucken dann nur 5 oder so. Also aktiv weiter. Ich will eine große Community und nicht eine große Schläferzelle. Und kommen wir nun zum 5. und letzten Skin. Da haben wir hier noch eine G3 SG1 Ventilator. Wer richtig mitgezählt hat oder eben am Anfang aufgepasst hat, weiß, dass es 5 Skins sind. Es gibt also 5 verschiedene Gewinner. Die Gewinner werden anhand ihrer Aktivität ausgesucht, dann einmal durchrotiert, dass der Zufall mit reinspielt. Und dann ist der ganz oben ist, auf Platz 1, der den ersten Skin bekommt, auf Platz 2 den zweiten und so weiter und so fort. Die Gewinner werden wie folgt kontaktiert. In 14 Tagen, plus minus 1-2 Tagen, je nachdem wie ich hinkomme, wird ein Video erscheinen. Ein recht normales 17 Uhr Video, keine Sorge, ein Hauptvideo. Und in diesem Video werde ich die Gewinner nennen. Ich werde die Namen aussprechen, der Gewinner. Da ihr schön aktiv seid, schaut ihr dieses Video höchstwahrscheinlich an. Ich hoffe es für euch. Und merkt dann, dass ihr gewonnen habt. Und dann schreibt ihr einfach nur unter das Video, also da, wo ich euch genannt habe, in 14 Tagen, plus minus 1-2 Tage. Oh, ich habe gehört, dass ich gewonnen habe. Dann schreibe ich, ja, du hast gewonnen, schick mir bitte deinen Trade-Link. Und dann schickt ihr mir als weiteren Kommentar unter das Video in der Zukunft einfach euren Trade-Link. Und schon schicke ich euch den Skin zu. Jetzt noch ganz wichtig, ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. In diesen Streams gibt es immer Giveaways, immer, immer, immer. Da haue ich immer so 1 bis 3 Skins raus, manchmal noch ein Graffiti hinten drauf oder ein Music-Kit. Man braucht einfach nur in den Stream reinzukommen und zuzuschauen, dafür muss man auch kein Subscriber sein. Und dann gibt es noch, für die, die mich auf Twitch subscriben, wöchentliche Giveaways, die einfach so laufen. Da gibt es keine Benachrichtigung, hey Leute, vergesst das Giveaway nicht und so weiter, bla bla bla, sondern von mir wird einmal die Woche einer der Subscriber angeschrieben auf Twitch und ich sag dann, hey, du hast gewonnen diese Woche, gib mir bitte deinen Trade-Link und dann kriegt dein Skin. Und es gibt sehr oft Pink-Skins, Purple-Skins und Knives für die Subscriber. Also da machen wir es meistens so, dass wir irgendein Subscriber-Goal erreichen, das letzte waren glaube ich 95. Und sobald wir das erreichen, hau ich dann nach dem Stream den Skin an einen der Subscriber raus, also der wird dann auch von mir angeschrieben. Gerade bei diesen großen Skins, also jetzt bei Knives, Pink Skins, Gloves oder wie auch immer, mache ich das immer erstmal geheim, also ich schreibe nur den Gewinner an, damit nur er weiß, dass er gewonnen hat und gibt es dann erst bekannt oder der Gewinner kann sich dann bekannt machen, wenn er den Skin hat. Weil ich schon ein paar Mal in der Vergangenheit das Problem hatte, dass dann halt jemand mitbekommen hat, also weil es live war, wer gewonnen hat und dann machen die sich alle Steam-Accounts, heißen dann genauso wie der Gewinner, sagen, hey, gib mir den Gewinn und nicht mit mir. Deswegen passiert das dann nach dem Stream. Und jetzt am Ende machen wir einfach schon mal so einen kleinen Aktivitätstest. Wer ist denn noch alles da? Wer hat denn bis jetzt geschaut? Mal Hände hoch. Also schreibt einfach am Ende von eurem Kommentar noch Hand hoch, damit ich weiß, dass ihr, Vielen Dank dafür, dass ihr die Videos bis zum Ende schaut, das freut mich extrem. Denn dann werden die Videos auch besser gelistet, wenn sie eine gute Zuschauerbindung haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei den Videos und vor allem hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.